Leute, jetzt mal Real Rap. Kennt ihr dieses Gefühl, ihr seid müde, aber irgendwie kann man nicht schlafen und ja, dann ist man irgendwie dann doch nicht müde. So geht's mir und im Titel steht eigentlich mein Team nach dem ersten Tag, das ist nicht mein Team nach dem ersten Tag. Teamname Like auf Video, ja, es würde mich freuen. Gebt doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ja, was war das jetzt für ein Anfang? Puh. Okay Leute, jetzt habe ich mich kurz gesammelt. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir wirklich mit dem Video beginnen, ich möchte euch mit voller Stolz verkünden. Also ja, beginnen wir mal so. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der hat gesehen, dass ich das eine oder andere Mal mit der Sport-App OneFootball zusammengearbeitet habe. Jetzt ist es wieder so, OneFootball hat mich und 15 andere YouTuber und Influencer eingeladen nach Berlin. Dort bin ich von 27 bis 30. By the way, ich freue mich mega, dass ich endlich mal wieder in Deutschland bin. Aber OneFootball hat uns eingeladen, FIFA-Release, wir feiern gemeinsam FIFA 19 und das gleich mal mega mit einem FIFA-Turnier. Das findet am Samstag statt, also am 29. September. Ich würde euch gleich raten, folgt mir auf Instagram, dort werde ich wirklich alle meine ganzen Erlebnisse und so weiter festhalten. Und ja, also alle, die in Berlin oder Nähe Berlin wohnen, ihr könnt mich endlich mal treffen. Ich bin noch bei dem Spiel Hertha gegen Bayern am Start. Also wer am Stadion ist, hi, ich bin auch am Start. Chris Maxi und Bernie der Hansus unter anderem sind ebenfalls unter den Influencern oder unter den YouTubern. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie ich beim FIFA-Turnier abschneiden werde und wer noch so dabei sein wird. Aber das erfahrt ihr dann, wenn ich dort bin. Also wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Ich heiße Pato FIFA, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich blende euch auch noch die Regeln an. Bin gespannt, mit welchem Team ich antrete. Also es ist auf jeden Fall Head-to-Head, kein Ultimate-Team. Trotzdem Leute, ich freue mich mega. Danke nochmal an Modern Football für die Einladung. Und ich danke natürlich euch, Pato Family. Ihr macht es mir möglich. Berlin, ich komme! Jetzt zeige ich euch endlich mal mein Team. So Leute, das ist mein Team. Alter, erster Tag FIFA 19 gespielt und ich bin wirklich mega, mega zufrieden. Am Anfang hatte ich Alex Teixeira. Jetzt habe ich Gabriel Jesus. Er wird einfach noch teurer werden. Deswegen, ich habe ihn mir jetzt schon gekauft. Der wird definitiv steigen. Und ich dachte mir, okay, bevor ich jetzt die Coins behalte, ich kaufe mir den. Teixeira muss ich aber auch ehrlich sagen, er ist überhaupt nicht schlecht. 7 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Oh, 2 gelbe Karten. Ne? Ist er etwa ein Bad Boy? Ihr werdet wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, Ederson ist nicht Full Cam. Ederson habe ich auch nur als wegen First Owner. Ich wollte, ja, keine Ahnung, er macht seine Sache mega, mega gut. Luke Shaw hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich bin super, super zufrieden mit diesem Spieler. Ebenfalls Erstbesitzer. Bailly auch Erstbesitzer. Hat eine Torvorlage, sehe ich gerade. Obwohl er ein Downgrade bekommen hat. Leute, wirklich, ihr werdet sehen. Er hat sich nicht verändert. Er ist immer noch OP as fuck. Also den kann ich euch wirklich so krass empfehlen. Benatir, den habe ich jetzt vorher gekauft. 21.000 Coins. Den habe ich mir auch nur deswegen gekauft. Ich möchte einfach nicht die Coins. Ja, das sind dann verlorene Coins so quasi, ne? Ich hatte anfangs Ömer Toprak. Alter, Leute, ich war völlig begeistert von dem Spiel. Also Ömer Toprak, für alle Leute, die anfangs wenig Coins haben, weil ihr wenig Packs oder sonstiges öffnet, Ömer Toprak oder RTG, ihr werdet sehen, den zieht ihr so oft. Der war einfach zu krass. Bevor ich Cancelo hatte, den habe ich ebenfalls nur gekauft, weil er steigen wird. Ich hatte Hakimi heißt er vom BVB. Auch ultra krasse Karte. Also für Starter-Team mega, mega gut. Ich habe mich eben jetzt für Cancelo entschieden. Er wird wie dieser Valencia von FIFA 18 sein. Der gefällt mir mega. Forster, Skills, Trash, eine Weak Food als Außenverteidiger. Also was will ich mehr, ne? Ja, Hakimi hieß er. 4 Spiele habe ich mit dem gespielt. Und Leute, er hat mir unnormal gefallen. Matuidi habe ich mir ebenfalls gekauft. Ebenfalls wieder aus demselben Motiv. Ich wollte meine nicht einfach nur links oben stehen haben. Ich wollte sie einfach einsetzen. Davor hatte ich Witzel. Witzel am Anfang wirklich super souverän. Aber da merkt man schon das Tempo. Also bei den Rewards oder wie das heißt, Rivals, hat man das schon gemerkt. Übrigens bin ich in Stufe 5, also Liga 5 zugeordnet geworden. Ich hatte 4 Siege und eine Niederlage. Aber jetzt habe ich Matuidi genommen und Paulinho. Alte Leute, wirklich, holt ihn euch. Wenn ihr mit Brasilianer gehen wollt, super geiler Spieler. Super geil, hat auch einen geilen Longshot. Aber ich traue mich noch nicht, die Longshots zu schießen, weil ich das Time Finish noch nicht so gut drauf habe. Also die meisten Tore von mir fielen im Strafraum. Fred ist unnormal geil. Leute, das ist wirklich so, wie soll ich denn das sagen? Das ist so dieser Motor. 4 Scorerpunkte in 7 Spielen. Geile Allround-Stats, 79 Tempo. Dass es so klein ist, Leute, mir ist das alles gar nicht aufgefallen. Aber Forster Skills, Forster Weakfoot, mega, mega gut. Hulk. Ich spiele Raute, anfangs spiele ich Raute und Hulk oder Hulk ist bei mir ZOM. Körper unnormal, Schuss unnormal, er hat zwar erst 2 Tore, aber die Tore machen andere Leute. Nämlich Junior, alte Leute, 77 Rating, er ist der Rating
schwächste Spieler bei mir. Erstbesitzer, ich bin mega, mega froh. Ja, mit Abstand, na, Shaw. Aber, Alter, Leute, er geht so ab. Seine Flachschüsse, die sind ultra, die sind unnormal einfach, ja. 7 Spiele, 10 Tore und 5 Vorlagen. 5-Star Skills, 4-Star Weak Foot. Und jetzt sehe ich es gerade. Er hat gar nicht mal so einen hohen Abschluss. Aber Leute, mit dem Flachschuss, mit dem habe ich fast nur Flachschüsse gemacht. Ultra geil, wirklich. Das ist mein Starter-Team, also mein Team nach meinem ersten Tag FIFA. Ich habe Oblak gezogen gehabt, ich habe 4 oder 5 Inform gezogen gehabt. Meine Starter-Packs waren Otamendi 86 und André, glaube ich. Das war auch ein 83er Inform. Also ich habe wirklich keine schlechten Spieler gezogen. Eben auch noch Bailly, Shaw habe ich gezogen, Junior habe ich gezogen. Also ich habe wirklich auch noch einiges dazu gezogen gehabt. Macht die SBCs auf jeden Fall am Anfang. Ja, aber nicht so wie ich. Ich bin nicht gerade... ich brauche es ja. Keine Ahnung, wie viele Stunden für die SBCs auf jeden Fall. Das ist mein Team. Und Leute, wer bis zum Ende geguckt hat, wirklich, ich danke euch für dieses geile FIFA 18 Jahr. Und deswegen, ich lasse mich nicht lumpen. Ich glaube, es ist jetzt seit langem mal wieder ein Gewinnspiel. Und zwar, einer von euch bekommt eine persönliche FIFA 19 Edition. Was meine ich mit persönlich? Sollte ich irgendwann mal wirklich so richtig ein großer YouTuber sein? Sollte. Also träumen darf man ja, ja? Dann kann einer von euch draußen behaupten, ihr seid der Einzige mit einem FIFA 19 handsignierten Spiel von mir. Also ja, das wird ein ganz persönliches FIFA 19 sein mit meiner Handsignatur auf der Hülle und auf der CD selbst. Wenn ihr es verkaufen wollt, ich kann es keinen verbieten. Keine Ahnung, das kann man wegwischen. Ich weiß nicht, aber trotzdem. Das Gewinnspiel findet auf Instagram statt. Was müsst ihr machen? Müsst man natürlich auf Instagram folgen. Erster Link ganz oben in der Videobeschreibung. 3 Freunde markieren und welches Land? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist alles, was ihr machen müsst. Also der Instagram-Post und das Video kommen auf jeden Fall gleichzeitig. Also nochmal, mir folgen auf Instagram. 3 Freunde markieren und euer Land schreiben. Wie gesagt, danke für alles, Leute. Auch noch OneFootball. Ich freue mich auf Berlin. Vielleicht sehe ich einige Leute von euch. Gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben auf das Video. Hinterlässt gerne ein Abo für mehr Leute. FIFA 19. Wir hasseln durch. Ich möchte die 100.000 Abonnenten erreichen. Als zweiter österreichischer FIFA-YouTuber. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Besten. Ciao, ciao. Ah, schaut aber noch Feedback. Wie findet ihr das Team? Genau so ist es. Ciao, ciao.